EA Productions. EA Poe Productions liest irische Sagen. Heute der grüne Mann. Wo immer du auch hingehen magst, denke immer daran, dass der grüne Mann dich beobachten könnte. Er ist der geheimnisvolle Geist der Natur, der in den Blättern lebt. Hinter den Blättern, die sein Gesicht verdecken, sind seine Augen sehr wachsam und verschlungenes Grünzeug windet sich als lebender Bart entlang. Vor langer Zeit, als große und dunkle Wälder das Land bedeckten und die Menschen eins mit der Natur waren, wirkten die Naturkräfte noch sehr stark. Die Menschen waren von der Natur abhängig. Um eine gute Ernte zu erzielen, behandelten sie die Natur mit großer Achtung. Insbesondere die Bäume, das mächtigste Grün in der Natur, schätzten sie sehr. Jeden Frühling wurde ein junger Mann in Blätter und Grünzeug eingekleidet und hatte einen Tag lang die Rolle des grünen Mannes inne. Er führte die anderen Dorfbewohner in einen fröhlichen Tanz um das Dorf herum. Alle Leute grüßten ihn, zeigten ihre Ehrerbietung und freuten sich über das Wiedererwachen der Natur. Manche Menschen glauben sogar, dass Bäume sprechen können. Insbesondere eine alte Eiche wurde sehr verehrt, die die Zukunft vorhersagte, die Menschen führte und warnte. Priester setzten sich unter ihre knorrigen Äste, lauschten auf das Rascheln der Blätter und gaben ihre geflüsterten Botschaften weiter. EA Poe Productions.